Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Legend of Zelda Skyward Sword HD. Und das letzte Mal haben wir das zweite Gebiet abgeschlossen, den Vulkan von Eldin. Und nun sollen wir in die Wüste von Ranel, glaube ich, was. Bevor wir das machen, will ich aber noch endlich diesen scheiß Firo-Käfer fangen, den ich für irgendeine Verbesserung brauche. So, ich lasse mich jetzt hier mal ganz am Anfang des Walds von Firone raus. Und ja, ich suche einfach mal nach diesem Käfer und mal schauen, ob ich ihn finde. Oh, hier gibt es eine wegsprengbare Wand. Ja gut, Bomben haben wir ja jetzt auch, ne? War zwar ursprünglich nicht mein Ziel, hier nach Secrets zu suchen, aber... Sogar ein Herzteil. Krass. Echt krass. Wo ist dieser Firo-Käfer? Ja, hier ist nur so eine Heuschrecke. Grashüpfer meine ich. Sonst habe ich hier bisher nichts gefunden. Ich wollte aber eh nochmal hier hin, um diesen Mondquader da zu holen. Keine Ahnung, wie das gehen soll. Ja, dabei bleibt es auch. Hier ist noch eine wegsprengbare Wand. Ich schau mal, was da dahinter ist. Nicht wieder ein Herzteil, oder? Eine Truhe auf jeden Fall. Wow, noch so eine blaue Feder. Wofür brauche ich die denn? Oh, da unten ist was, was ein Firo-Käfer sein könnte. Nein, bitte keinen so großen Stress machen. Okay, er ist noch nicht weggeflogen. Ich muss hier schön auf Abstand kämpfen, weil sonst erschrecke ich ihn vielleicht. Okay. Zwei sogar. Ja! Ah, ich habe einen Firo-Riesenkäfer. Oh mein Gott. Das hat gedauert. Naja, jetzt können wir ja wenigstens den Herztrank verbessern oder was auch immer das war. So, wie hat das jetzt nochmal funktioniert? Ich muss irgendwie bei der Gottesstatue den Kartenstein einsetzen? Ich glaube, so war das. Okay. Dann machen wir das doch mal. Ich war hier schon lange nicht mehr drin. Und... Zack. Hä? Hat das nicht so funktioniert? Ach so. Das scheint dann auch die letzte Welt zu sein. Dann bin ich ja mal gespannt. Es gibt bestimmt noch irgendwie so eine Finalwelt oder so. Aber die letzte offensichtliche Welt. Dafür spricht auch die Karte. Gebiete. Ich stelle fest, dass in südwestlicher Richtung ein weiteres Loch in den Wolken sich aufgetan hat. Es führt dich an einen neuen Ort. Ich empfehle dir, diesen Ort aufzusuchen, sobald du dich auf die Reise vorbereitet hast. Seit wann habe ich kein Schild mehr? Ich hab das irgendwie... Okay. Ja, okay. Ich werde mich... vorbereiten, indem ich... indem ich mir, glaube ich, noch einen Herztrank kaufe. Oder habe ich für dich hier den Riesenkäfer gebraucht? Nee, ne? Nee. Der nimmt keine Käfer an, glaube ich. Aber du, oder? Komm,
Ja! Oh mein Gott. Ich habe zwar noch nicht so viele Herzen, wie der Trank heilt, aber es ist gut, einen so starken Trank dabei zu haben. Okay, und dann kaufe ich mir jetzt noch einen. Oder hat sie jetzt endlich diese Rezepte fertig? Ach so, der Rüstungsrang war ja schon fertig. Der war halt scheiße teuer. Und der hier? Oh. Ah, aha. Um mein Schild zu reparieren. Den nehme ich. Mein Schild ist in der letzten Folge schon fast kaputt gegangen. Da ist es, glaube ich, eine sinnvolle Investition. Ja, und sonst bin ich eigentlich relativ zufrieden. Wüste von Ranel, ich komme. Zack. Oh. Sehr interessant. Ui. Gebieter-Silo, ich habe dir etwas zu berichten. Wir sind nun in der Ranel-Mine angekommen. Die Ranel-Mine. Aha. Seit Hunderten von Jahren wird diese Gegend nach und nach zu einer Wüste. Was? Das ist nur so ein mickriger Teil von der Wüste? Ah, okay. Ist wirklich nicht sonderlich groß. Soos. Ich schätze, dass Zelda hierher gekommen und bereits vorausgeeilt ist. Das ist ziemlich wahrscheinlich und es ist auch ziemlich wahrscheinlich, dass ich sie jetzt nicht mehr finde. Hä, was ist das? Irgendein Roboter? Dieser Roboter scheint schon sehr lange nicht mehr zu funktionieren. Ich verstehe nicht, was er uns sagen will. Ein Roboter? In so mittelalterlichen Zeiten? Krass. Hier ist auf jeden Fall noch ein Mondquader. Ach man, ein Quader. Ein Himmelsquader. Oh, hier sieht interessant aus. Nein! Nein! Was sagt der hier? Okay, auch nichts. Kann ich das irgendwie zerstören? Ich schau mal. Ja, das geht. Wow, bringt aber nicht sehr viel. Dafür habe ich eine Bombe verschwendet. Okay, hier kann man speichern. Mache ich aber jetzt nicht, weil es eh automatisch speichert an dem Punkt. Dann würde ich sagen, ab in die Mine, oder? Hier hängen noch ein paar Fledermäuse. Die wissen aber anscheinend nicht, dass sie mehr gar nichts können. Und hier ist eine Lore. Wow. Eine Lore aus Stein oder was? So schwer wie die ist. Und überhaupt nicht rutscht. Die Schiene geht da lang. Ach so. Ich verstehe. Ich soll dann auf die Lore draufspringen. Um weiterzukommen. Komm, doppelte Explosion. Ja. Okay, bloß. Kann ich die auch ziehen? Ja. Ich kann sie auch ziehen. So, aber jetzt sollte ich wieder auf die andere Seite wechseln. So. Und jetzt kann ich hier drauf, um weiterzugehen. Okay. Ein paar Rätsel warten hier auf uns, auf jeden Fall. Da sind Bomben. Da ist irgend so ein komischer Stein, der anscheinend wichtig ist. Aber
bevor ich hier dann irgendein Rätsel übersehe, schiebe ich erstmal diese Lore vor. Was auch immer das bringen soll. Hier hat sogar auch eine Bombe gereicht. Okay. Nein, nicht reinsetzen. Oh, hier endet die Schiene. Toll. Egal. Dann kann ich diesen Shika... wortwörtlich Shika-Stein betrachten. Ihr habt noch ein bisschen Spaß mit der Bombe. Ich hole mir hier ein paar Rubine. Obwohl, ich will auch nicht, dass sie verpuffen. Ha, das muss da rein. Und was ist dieser Stein hier? Den habe ich jetzt aktiviert. Was zur Hölle? Okay. Wer bist du? Wo kommst du denn her? Wir sammeln hier die Steine der Zeit. Aha. Die tragen wir zum Ranel-Steinwerk. Die Steine sind gefährlich und nichts für Menschen. Rühr sie nicht an. An diesem Ort hat sich die Zeit verändert. Als du den blauen Stein getroffen hast, sind wir in die Zeit zurückgewandert. Ich schätze, dass wir uns hier in der Vergangenheit befinden. Ja, das schätze ich auch. Aber jetzt ist es hier ja gar nicht mehr so wüstenhaft. Funktioniert jetzt auch die Lore gescheit? Muss ich mal ausprobieren. Ach, und die... Die Schiene hier ist auch wieder hergestellt. Okay, Moment dann. Aber hier hört es schon auf. Nein! Oder? Man kann sich anscheinend auch reinstellen. Aber... Das war eigentlich nicht meine Intention. Egal, es funktioniert. Noch so ein Zeitstein. Mann, ich finde keinen richtigen Begriff. Weil Zeitstein, da denkt man an Marvel und so weiter. Ach, ich halt's Maul. Ah, der vergrößert den Radius. Was macht ihr so? Die Steine der Zeit bewegen uns und unsere Maschinen. Ihre Energie sprengt jede Skala. Okay. Du interessierst dich für die Steine der Zeit? Dann musst du ins Ranel-Steinwerk. Ich schätze mal, das ist der Dungeon dann oder so. So, welche Dinger kenne ich aus Wind Waker? Geht's hier weiter? Ich glaube, es geht hier weiter. Nee, dann will ich noch den anderen Weg sehen. Moment. Es ist einfach so krass. So. Hier den Weg. Ach nee, Moment. Jetzt habe ich den anderen aktiviert. Okay, es kann nur einer auf einmal aktiviert sein. Hier. Mit dem könnte ich auch mal reden. Was ist hier? Aha. Wusste ich's doch. Hier ist nur Bonus. Das ist doch das, was ich will. Bevor ich weitermache. So, hier ist wahrscheinlich ein Zwanni. Ja. In diesen schäbigen Holztruhen war bisher immer ein Zwanni drin. Also das scheint anscheinend so zu sein. In letzter Zeit greifen uns komische Kerle an. Wir haben keine Waffen, um uns zu wehren. Die machen uns fertig. Komische Kerle mit Waffen. Du willst hier arbeiten? Dann nimm deine komische Kappe ab und setz einen Helm auf. Nee, nee, die nehme ich nicht ab. Beim besten Willen nicht. Kann ich irgendwie hier hoch? Nee, was sollen denn diese Platten hier? Verstehe ich nicht.
Die Lore ist für die Steine der Zeit gedacht. Menschen haben da nichts drin verloren. Verzieh dich. Psst. Nö, ich denke ja nicht dran. Ich brauche die Loren. Quatsch uns nicht von der Seite an. Du störst uns bei der Arbeit. Wow. Okay, die scheinen nicht sehr freundlich zu sein. Diese Roboter. Ich dachte, wir treffen hier jetzt irgendwie, hier, weiß schon, wie heißen sie, Gerudos. Wobei ist ja auch nicht die Gerudo-Wüste, ne? Ist die Wüste von Ranel. Okay, ich sehe es ja ein. Ich aktiviere hier mal lieber den Zeitstein. Falls hier irgendwas Wichtiges ist. Nee, okay, der hatte eh nicht so eine krasse Reichweite. Darf ich hier rein? Ja, aber es verbraucht sehr viel Energie. Ach du Scheiße. Habe ich getroffen? Ja. Kann ich darüber werfen? Nee. Okay, hat auch getroffen. Jetzt am besten noch das hier. Oh nein, oh nein. Ich habe trotzdem getroffen. Oh mein Gott, was war das für eine Stressreaktion? Was ist das hier? Ist das schon der Steinbruch? Nee. Wir sind immer noch in der Mine. Da oben ist eine Truhe, an die ich gerne ran würde. Aber ich kann auch diese Viecher gerade nicht besiegen, weil ich keine Bomben mehr habe. Ja, gut, die bringen mir hier jetzt auch nichts, oder? Die betäuben die nur. Ja. Nein, 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 nein. Oh mein Gott. Okay, jetzt kann ich wenigstens einschätzen, wie weit ich laufen kann mit Link im Treibsand. Dann muss ich das von da drüben aus machen. Ja, ist ja schon gut. Ich habe hier ja kaum Platz. Oh mein Gott, war das knapp. Wie komme ich da hoch? Ja gut, Zelda wollte ich jetzt eigentlich nicht suchen. Ich wollte mich eigentlich nur umschauen. Hm. Bringt jetzt aber auch nicht sonderlich viel. Hier scheint irgendwie Licht rein. Keine Ahnung warum. Aber hier scheint Licht rein. Und da oben muss ich irgendwie hin. Okay, ich glaube, das ist was für später. Dann gehe ich jetzt hier rüber. Ah. Und von hier aus hier hin. Perfekt. Och Mann. Ach so funktionieren die. Ja, ich habe ja jetzt gecheckt, wie sie funktionieren. Ich darf sie nicht treffen, wenn sie gerade am Glühen sind. Und ich brauche Bomben. Ich brauche dringend Bomben. Die Monsterklauen nehme ich mit. Irgendwas konnte ich doch auch mit den Monsterklauen machen. Ach ja, ich konnte irgendwas verbessern. Also bei dem Typen meine ich. Bei dem, der mein Schild auch repariert. Bei dem Schmied. So. Warum ist hier nichts? Und wenn hier was ist, dann nur lames Zeug. So ein Schmutz. Egal. So, die muss ich hier rüberrollen. Oh, shit. Ja, toll. Ich wollte den da weg haben. Ja. Jetzt ist nur die Frage, wie ich darüber komme. Das reicht doch nie im Leben aus, oder? Ich muss es trotzdem ausprobieren.
Nee. Reicht nicht aus. Ach so, Moment. Es muss ja auch gar nicht ausreichen. Zack. Ja, und jetzt ist hier auch kein Treibsand mehr. Ah, und so komme ich zu der Truhe, weil ich habe da schon einen Durchgang gesehen. Ach, die ist so nervig. Mann. So ein nerviger Gegner. Hä, was ist das? Äonenblume. Aha. Okay. Krass. Was machst du hier? Was macht ein Mensch an diesem Ort? Suchst du etwa Steine der Zeit? Lustige Geschichte. Ich suche eine Prinzessin. Kappa. Oder nee, es ist ja keine Prinzessin in dem Teil, oder? Ach, was weiß ich. So. Die nehme ich noch mit. Wow, was wollen die alle mit ihren blauen Federn? Als wäre das so ein mega krasses Item, aber das kriege ich halt überall. Und das hier... Ach so, ich kann sie auch schieben. Ui. So, jetzt sollte ich voranschreiten können. Und dann bin ich mal... Oh, dann bin ich mal gespannt, was hier ist. Außer der Mine. Geht's jetzt tiefer in die Mine oder geht's raus in die echte Wüste? Es geht raus in die Wüste. Okay. Wir sind in der Wüste Ranel angekommen. Eine große Dürre hat den gesamten Landstrich verkommen lassen. Aber es sieht geil aus. Es sieht sowas von geil aus. Ich stelle eine erhöhte Konzentration von gefährlichem Treibsand fest. Das Gefahrenpotenzial liegt bei 30%. Ich empfehle, Y zu drücken, um auf deiner Karte die Bodenbeschaffenheit zu prüfen. Ich schätze, dass Zelda hier war. Wie ich bereits sagte, birgt diese Gegend Gefahren für dich. Ich empfehle, sie bald zu treffen, um zu erfahren, aus welchem Grund sie nach Eldin gereist ist. Und es gibt dann noch ein Gebiet, das muss dann der Steinbruch sein oder so. Geil. Das Gebiet sieht einfach nur geil aus. Da freue ich mich schon drauf. Wenn wir sie denn im nächsten Part erkunden, also würde ich sagen... Bis zum nächsten Mal und ciao.